Ich hau lieber ab. Oh nein, das ist ein Bulle. Hey, bleib stehen. Ich hasse Cardio. Du kriegst mich nicht. Mir bleibt nur eins übrig. Ich muss den Koffer loswerden. Ich versteck mich hier. Ich bin so unsportlich. Wo ist sie hin? Der Boss wird wütend sein. Sie ist weg. Wo ist jetzt der Koffer? Ah, da ist er ja. Ich glaub's nicht. Hä? Was ist das? Jemand hat seinen Koffer vergessen. Ein Mysterium. Ich werde den sicher aufbewahren. Man kann nie zu vorsichtig sein. Da draußen sind echt üble Typen unterwegs. Ich lass den nicht aus den Augen. Soll das ein Witz sein? Das ist meiner. Wie komme ich daran? Das ist das neue Schild. Die Gegend ist sicher. Ich muss nachdenken. Ich brauche eine Verkleidung. Ew. Aha, ich hab's. Ich tarne mich. Und verschwunden. Los geht's. Nichts kann mich aufhalten. Autsch, mein Kopf. Das lief nicht nach Plan. Ach, das tat voll weh. Blöde Müllsäcke. Warte mal. Ich hab eine Idee. Ich halt Ausschau. Ja, das könnte klappen. Yay. Ich muss schnell machen. Ich zieh den Müllsack drüber. Die Farbe steht mir. Aber ich muss noch was machen. Zum Glück bin ich vorbereitet. Ich klebe Tape-Streifen an die Tüte. Noch ein paar mehr. Ich sollte Modedesignerin werden. Ich bin ein Naturtalent. Eine Sache noch. Ich brauche eine Polizeimarke. Es kann losgehen. It's Showtime. Hey, Kollege. Wie läuft's? Ach, weißt du, zu viele Donuts, so wenig Zeit. Was hast du da auf dem Kopf? Die neue Uniform? Geh lieber rein. Du weißt, der Boss hasst zu spät, komme. Puh, ich hab's geschafft. Verhalte dich normal. Niemand hegt Verdacht. Moment mal, bin ich das? Sie haben dieses Bild genommen? Ugh, niemand darf mich sehen. Oh, oh, da kommt jemand. Hallo. Schlag ein. Ich lass das lieber verschwinden. Noch eins. Das kommt runter. Ich glaube, das waren alle. Warte mal. Och, komm schon. Das ist doch lächerlich. Nicht mal meine Mutter hat so viele Bilder. Das ist übel. Was mache ich jetzt? Hallo. Ich setze den Hut auf. Schon besser. Was ist da drüben? Das sieht interessant aus. Hallo, ist hier jemand drin? Oh, sind keine Bullen. Ich kann entspannen. Das wird so krass. Was willst du, Bulle? Du machst mich wütend. Nimm das. Hey, lass los. Zurück. Ich hab hier das Sagen. Frecher Häftling. Warte, du könntest nützlich sein. Warum guckst du mich so an? Was ist los? Ich brauch dein Bart. Ah, das tut weh. Genau, was ich brauche. Ich leg den an. Der kitzelt. Danke, viel Spaß im Knast. Es ist noch nicht vorbei. Das ist perfekt. Niemand wird mich erkennen. Hey. Schöner Bart. Danke, hab ihn selbst gezüchtet. Ich wusste, das klappt. Ah, der Beweismittelraum. Mein Koffer müsste da drin sein. Ich schau mal nach. Oh, erfrischend. Besser raus als rein. Da ist der Koffer. Aber wie bekomme ich den? Oh, mein Saft ist alle. Autsch! Warum dreht sich der Raum? Oh, das gibt blaue Flecken. Lass mich sehen. Ein Plan formt sich. Ich fange besser gleich an. Ich wickle den Karton in rotes Papier. So weit, so gut. Dann brauche ich ein weißes Rechteck. Und jetzt wird dekoriert. Ich zeichne einen großen Kreis. Den male ich aus. Das wird großartig. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich male kleinere Kreise. Und dann noch Linien. Jetzt den Stift wechseln. Ich brauche einen weißen Stift. Mit dem tupfe ich auf den schwarzen Kreis. Und mach weiße Punkte. So, ich bin fertig. Sieht aus wie ein Polizeifunkgerät. Wir haben einen C22. Oh. Der Donutladen hat zu. Wow, tolles Funkgerät. Oh, hey, das ist das neueste Modell. Ist echt cool. Bin voll neidisch. Darf ich mal? Hol dir dein eigenes. Hä,
Hey, danke dir, Kumpel. Hältst du kurz die Stellung? Aber klar doch. Kannst auf mich zählen. Das läuft genau nach Plan. Viel Spaß im Knast. Wo ist das Funkgerät? Echt merkwürdig. Was zum... Hab dich. Der Schlüssel kann weg. Mach's gut. Hey, komm zurück. Das ist nicht gut. Du steckst in Schwierigkeiten. Beweg dich nicht. Ah, das ist viel besser. Hey, Kellner. Hä? Du stehst mir in der Sonne. Da bin ich wieder. Wie bist du da raus? Like und abonniere für mehr tolle Videos. Kimberly, du bist die neue Jahrgangssprecherin. Ich? Das ist ja unglaublich. Danke, danke. Ich möchte so vielen Leuten danken, aber vor allem mir selbst. Wuhu! Tief eintauchen in echte Verantwortung. Ja, auf mich! Seid ihr bereit, meinen Regeln zu folgen? Kimberlys Gesetz gilt ab jetzt. Und ich rede vom Geschäft. Ab heute ist Schluss mit Fräulein immer nett. Ich rieche freche Mädchen. Das muss ich sofort unterbinden. Passt auf, Studierende. Diese Hallen werden viel sicherer. Ich komme rein. Pass auf! Diese Tür war gerade noch zu. Alles gut. Hallo? Ich wusste doch, ich rieche Probleme hier drin. Na, Mädels, habt ihr Spaß? Nur sauber machen, hä? Ich komme zurück. Hab ich dich. Vielleicht auch nicht. Ha! Was ist hier los? Das ist inakzeptabel. Was? Hast du diese Kriminellen gesehen? Oh, ein großer. Hä? Nie gesehen. Klar und deutlich verstanden. Aha! Entschuldigst du mich bitte? Das müssen sie sein. Yep, das sind sie. Danke, Schwester. Ich gehe rein. Unser kleines Geheimnis. Nicht mehr! Wir sind so schlimm. Wusste ich es doch. Die Party ist vorbei, Mädels. Wovon redest du? Ist nur ein Kaugummi. Aber ich dachte, es war... Yep, definitiv ein Kaugummi. Was hat sie heute dabei? Ein goldener Donut? Ich will so einen. Niemand kommt dem Pult näher. Verstanden? Der ist nur für mich. Oh, Kimberly, ich brauche deine Hilfe, bitte. Wiedersehen. So ist's gut. Geht alle schön raus. Ich lasse ihn nicht aus den Augen. So schön. Ich bin für diese herrliche Aufgabe wie gemacht. Muss nur meine Augen kurz ausruhen. Hä? Wer bist du? Ich glaube nicht. Wo ist dieser Donut? Blöde Maske. Was machst du hier? Das ist mein Überfall. Der goldene Donut gehört mir. Vielleicht können wir ihn teilen. Super Idee. Ich treffe dich da draußen. Trottel. Das funktioniert besser als gedacht. Meine Schuhbänder sind auf. Halt mal. Hasenohr, Hasenohr, einmal rum. Ha! Auf frischer Tat ertappt. Und auch noch vor dem Lehrerzimmer. Ich verhau das jetzt lieber nicht. Oh, was für ein herrliches Nickerchen. Kimberly? Ich bin so enttäuscht von dir. Und es wurde schon angebissen? Nicht mehr essbar. Hä? Was ist das? Eine hübsche kleine Blume? Gib sie mir. Ja.
Entschuldigung, versteckst du heute Morgen etwas? Geh einfach und setz dich auf deine vier Buchstaben. Ich beobachte dich. Setz dich. Ich durchsuche deinen Rucksack. Schöner Pinkton. Was zur Hölle ist das? Das gehört in deinen Kopf? Wie auch immer. Das brauchst du definitiv nicht mehr. Ich sehe viele Farben. Im Ernst? Das ist mein Lieblingsspiel. Ich zeig's dir. Schau, wie schnell meine Finger sind. Oh Mann. Alle fertig. Na schön. Warte. Das sind meine Zähne. Seltsam. Ist das ein Teilenschild? Teilt dieses Video, Freunde. Genug davon. Was ist dieses komische Zeug? Hab ich echt nicht erwartet. Ich glaube nicht, dass das so lustig ist. Nur noch eine Sache. Oh, das ist mit Sicherheit nicht erlaubt. Wie kann das alles überhaupt da reinpassen? Eine Wasserpistole? Ah! Musste das jetzt wirklich sein? Meine Piñata! Stimmt's, das macht Spaß. Dann los! Und jetzt weißt du, wofür der Schläger da ist. Bin ich nah dran? Nach rechts. Sind deine Augen auch verbunden? Oh, Junge. Nope, das funktioniert nicht. Warte. Ich brauche noch extra Hilfe. Oh nein, oh nein, oh nein. Er ist süß. Schnüffel los, mein Freund. Irgendwas erschnüffelt? Er findet immer alles. Was ist das? Eine Schokoladenpraline? Du hast mich. Okay, geh mir aus den Augen, Claire. Ich liebe diesen Job. Die Schokolade gehört jetzt ganz mir. Hey, das war so gemein. Oh, das wäre nicht gut. Verrückte Vorstellung, hör mein Junge. Wo ist sie hin? Sie war gerade doch da. Warum muss mir das immer passieren? Was bedeutet mein Leben schon? Ah, diese Farbe steht mir voll. Dieser Test ist schwieriger, als ich dachte. Gut, dass ich das dabei habe. Oh, oh. Ich bin erledigt, oder? Netter Versuch, Julie. Psst. Hast du die Antworten? Es ist eine 9. Leise. Haltet den Mund. Hier wird nicht geflüstert. Was würden die ohne mich tun? Ich habe eine bessere Idee. Trockener Hals. Hilf mir, Wasser. Durstig. Netter Versuch. Her damit. Oh, Manu, sie sieht alles. Noch irgendjemand, der heute Tricks im Ärmel hat? Komm schon, lass mich jetzt nicht im Stich. Ist das eine 7? Es ist ein netter Versuch. Gib mir das. Du hältst dich wohl für gewieft, Schummlerin. Was ist in dem Ohr, hä? Da ist ja der ganze Test drin. Nicht alles. Und den ganzen Weg zur Nummer 20. Ha, das ganze Buch ist hier drunter. Du bist unglaublich, Claire. Zumindest bin ich mit einem davongekommen. Schnell! Eine gute Jahrgangssprecherin schläft nie. Aber jetzt muss ich mich auf meinen Test konzentrieren. Hey, was geht da drüben vor sich? Ich komme. Was ist das alles auf deinem Tisch? Oh, eine Wasserflasche? Kimberly, dafür bekommst du eine 6. Aber das ist nicht mal meine. Was ist das? Steht da Kimana? Oh, das muss ich wieder hinbiegen. Es gab da einen Fehler. Sprich mit Kimana. Glückwunsch, du bist jetzt die neue Jahrgangssprecherin. Setz deine neue Macht weise ein.
Oh, das werde ich. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Okay, Ladies, ihr kennt die Regeln. Gib mir das Teil. Das war ein Geschenk, Mann. Ich arbeite nicht hier, um gemocht zu werden. Wer ist das? Das ist mal ein gut aussehender Cop. So schöne Augen. Melde mich zum Einsatz. Ich habe eine Menge Arbeit für Sie. Ich bin dann mal auf den Bahamas. Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Die Dinger sind ziemlich lecker. Was war das? Hörst du das? Oh Mann, so viel dazu. Oh, mir tut das leid mit seiner Brille. Aber ich kann ihm eine neue machen. Nice. Hey, Mr. Cop? Was? Ist das eine Brille? Dachte, sie könnten eine neue gebrauchen. Wow, die ist toll. Aber bin mir nicht sicher, ob die funktioniert. Aber danke dir für die Mühe. Ich wette, ich kann helfen. Ich habe buntes Plastikbesteck. Als erstes muss man es anschmelzen. Ich muss es nur ein bisschen biegen können. Oh, das ist heiß. So. Mach etwas Kleber an das Ende und dann kleb es an das andere Stück. Tada! Hey! Hä? Du kannst die haben. Du brauchst eine neue Brille, hä? Die passen ziemlich gut. Wow, cool! Hier, bitte! Danke, Mann! So schaut man einen Film. Dieses Funkeln sollte diesen langweiligen Tag hinter Gittern Leben einhauchen. Aber es ist alles alle. Mein Geheimversteck. Ich wusste, es wird praktisch werden. Mit was lässt sich arbeiten? Auf zur Arbeit, ihr kleinen Freunde. Jetzt ist Showtime. Hilfe, Hilfe! Was ist denn hier drin los? Sie sind überall, Officer. Was? Heiliger Strohsack. Ich hasse Kakerlaken. Rutsch rüber. Wollen Sie nicht jemanden anrufen? Einen Kammerjäger. Bin gleich zurück. Er ist hoffentlich schnell hier. Schädlinge, Sie haben das Gefängnis befallen. Ich bin bereit. Okay, ich bin hier, Boss. Hier entlang. Ich habe eine gefunden. Machen Sie keine plötzlichen Bewegungen. Das sollte wirken. Es hat funktioniert. Er ist ausgeknipst wie ein Licht. Bedien dich nach Herzenslust. Ich habe genug für das ganze Jahr. Und ich kann endlich wieder funkeln. Was soll man denn auch sonst hier drin machen? Mein Look ist fast fertig. Ist das nicht wunderschön? Die Herzen bleiben. Juhu! Wäsche! Hier, bitte sehr. Schau mal, seine Dance-Moves. Zeit, selbst einen Move zu machen. Okay. Gibt es hier was zum Abstauben? Was hören Sie denn da gerade? Viel zu protzig. Wie kann sie die überhaupt rumtragen? Ich sehe überhaupt nicht so aus.
Oh. Schau mal die da. Sie wird die nicht vermissen. Oder alle. Denn jetzt wird das was. Es geht nur um die Schichten, Leute. Und jetzt der komplette Look. Oh ja. Yeah. Ahem. Oh, Sheriff, hier drüben. So, dank diesen Bad Boys hier habe ich jetzt seine Aufmerksamkeit. Wo willst du hin? Sie sehen irgendwie anders aus. Ich meine, du siehst anders aus. Danke, ich liebe Musik. Unglaublich. Blöde Ballons. Diese Teile machen süchtig. Was liest sie da? Warte, wie lang sind denn bitte ihre Arme? Gefällt dir, was du siehst, Sheriff? Ich meine, nicht so richtig. Diese Füße sind widerlich. Was ist denn sein Problem? Meine Socken. Kein Wunder, dass er ausfreakt. Oh, du magst meinen Berg, hä? Ich bin schon da für mehr. Baumwollmischung ist meine Lieblingsspeise. Könnten aber ein bisschen Gewürz vertragen. Bon Appetit! Was zur Hölle? Du verpasst echt etwas. Deine Sockenfresstage sind gezählt. Oh, na gut. Raus mit dir, blöde Motte. Ah! Und bleib mir fern. Was soll ich denn jetzt machen? Da fällt mir ein, schneide ein Stück Schaumstoff aus. Dann erhitze es mit einem Glättereisen. Drücke dann das Quadrat halb durch ein rundes Loch. Drück dann eine Murmel drauf. Siehst du, wie es sich geformt hat? Nimm ein Stück Schaumstoff und schneide deine Fußform raus. Mache Kleber um die Löcher. Und klebe dann die kleinen Stücke rein. Klebe die an deine Socken und du kannst loslegen. Siehst du? Tada! Sind die nicht toll? Kleine Poppets an meinen Füßen. Was ist das? Cool, oder? Ja, da stimme ich dir zu. Okay, alles sauber. Nächste. Schuhe, hä? Ziemlich schöne. Aber mit denen könnte man die Zellen aufsperren. Das war's. Ich hau ja ab. Freiheit! Wuhu! Die kann ich hier nicht reinlassen. Krise abgewendet. Dieses Gefängnis kann froh sein, mich zu haben. Was ist das? Post? Ich bin bereit. Kommt geflogen. Ja, ich bin so aufgeregt. Wow. Diese High Heels sind unglaublich. Ich hoffe sehr, sie passen. Ja, perfekt. Und jetzt darin laufen. Wow! Was für High Heels haben keine Heels? Warte mal. Meine Cola-Dose. Hey, ich bin nun mal verzweifelt. Nimm eine Cola-Dose und schneide sie diagonal ab. Beklebe dann die Kanten mit Klebeband. Perfekt. Mach nun auf das Klebeband Heißkleber. Und jetzt nur noch zusammenkleben. Magst du meine einzigartigen High Heels? Ja, ich weiß, du bist neidisch. Das war die beste Post ever. Hä? Was trägt diese Gefangene denn da? Darauf wäre ich nie gekommen. Was geht, Süßer? Howdy! Hi, du! Verabschieden Sie sich von den Ladies. Zeit für Sie, weiterzugehen. Ich gratuliere zu Ihrer Beförderung. Ich rieche Gefangene. Das ist nicht gut. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Was dauert denn das so lang? Es gehört ganz euch. Ich gehe zuerst, okay? Klar, Papi.
Wird Zeit für mein Geschäft. Hallo, Herr Polizist. Gucken Sie mal. Nein! Das ist ein saftiger. Das ist ja ekelhaft. Voll erwischt. Das war's. Du bist verhaftet. Ah, das tut gut. Was zur? Du wanderst ein. Das ist unfair. Deine Mutter wird mich umbringen. Papi? Ich glaub's nicht. Passiert das wirklich? Ich knacke den Highscore. Ja, ich hab's voll drauf. Muss ganz leise sein. Hey, was machen Sie da? Lesen Sie das Schild. Süßigkeiten sind nicht erlaubt. Süßigkeiten? Niemals. Ich vertraue Ihnen nicht. Sie sehen so verdächtig aus. Ich bin sauber, ehrlich. Das werden wir sehen. Das wird echt krass. Hey, ich hab sie erwischt. Oh nein, das ist übel. Her damit. Oh, ich dachte, das klappt. Netter Versuch, Kumpel. Jetzt können Sie rein. Oh, na gut. Sie sind echt gemein. Papa! Hast du Süßigkeiten dabei? Tut mir leid, Liebes. Oh, echt enttäuschend. Der Bulle hat Schuld. Warte mal. Der bringt mich auf eine Idee. Hallo, Herr Polizist. Ha? Nicht so schnell. Was haben Sie da? Ist das? Wow! Ich liebe diese Würfel. Ich will den ausprobieren. Moment. Ist der für mich? Ja, ist er. Danke. Gehen Sie rein. Papa, du bist zurück. Ich hab was für dich. Hoffe, der gefällt dir. Ich hab schon so einen. Iss ihn. Oh. Ich beiß schnell ab. Oh, wow. Das ist Kuchen. Hab ich selbst gemacht. Da ist was drin. Er ist voll mit Bonbons. Die schmecken so gut. Du bist der beste Papi. Vielen Dank. Der Bulle hat keine Ahnung. Oh, ich bin so müde. Das ist unsere Chance. Ich darf keinen Laut von mir geben. Ich will den Bullen nicht wecken. Beeil dich, Papa. Bleiben Sie stehen. Oh, oh. Was denken Sie, wohin Sie gehen? Oh, no. Sie kennen die Regeln. Süßigkeiten sind nicht erlaubt. Sie haben doch welche, oder? Papa steckt in Schwierigkeiten. Was ist in Ihren Taschen? Ausleeren. Oh, Sie haben mich erwischt. Her damit. Fein. Hier, bitte. Hey, lassen Sie los. Das ist unfair. Die gehören mir. Einfach unglaublich. Verschwinden Sie jetzt. Mach's gut, Süße. Oh, warum musste das passieren? Ich mach nur meinen Job. Ich hasse das. Hey, was ist das? Ein Plan nimmt Gestalt an. Ich muss los. Okay, niemand in der Nähe. Ich habe alles, was ich brauche. Los geht's. Nichts kann schiefgehen. Ich blase die Süßigkeiten durch das Rohr. Und los geht's. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Wow, das sind Süßigkeiten. Die sind von Papi. Genau, was ich jetzt brauche. Ich habe noch mehr Süßigkeiten. Ich bin ein Genie. Wow, das sind so viele. Was hast du gesagt? Nichts, gar nichts. Ist das ein Kaktus? Ich mag Gartenarbeit. Ich behalte dich im Auge. Diese Büroarbeit ist langweilig. Meine Arbeit ist getan. Und alles lief nach Plan. Die Bullen verfolgen mich. Ich muss die Beute verstecken. Hier wird's gehen. Bleib stehen. Was ist das für ein Lärm? Ein Gratisapfel. Sogar noch knackig. Hä? Was ist das? Das ist besser als ein alter Apfel. Oh, Mutter Natur ruft. Das wird knapp. Ach, viel besser. Mal sehen, was hier drin ist. Wow, so viel Geld. Warte. Das fühlt sich gut an. Hey, was ist das für ein Geräusch? Hätte ich mal nicht diesen Burrito gegessen. Wer bist du? Wo bin ich? Gib mir das Geld. Das ist meins. Was ist das für ein Lärm? Die Polizei!
Was ist hier los? Das ist das geklaute Geld. Ich kann das erklären. Ihr kommt ins Gefängnis. Mahlzeit! Kommt und holt euch euren Fraß. Ist extra klumpig. Das klingt ekelhaft. Es ist ekelhaft. Wow, guck dir das an. Sieht lecker aus. Mir läuft die Spucke zusammen. Das gehört in den Müll. Ich nehme das. Ich bevorzuge die feine Küche. Du verpasst was. Oh, Butler, ich bin bereit für mein Essen. Ah, das ist viel besser. Ich habe sogar Limo. Oh, alles aufgegessen. Wow, das sieht ja lecker aus. Ich bin neidisch. Ich will auch was. Hey. Was willst du? Denken Sie, was ich denke? Oh, klar. Hey, Bulle. It's showtime. Was macht sie da? Ich will mich beschweren. Immer mit der Ruhe. Du kriegst Ärger. Sowas habe ich noch nie gesehen. Pommes. Unglaublich, oder? Die sind köstlich. Können wir drüber reden? Ein leckerer Burger. Drück tiefer. Ich nehme meine Hände. Ihr habt ein Wutproblem. Leg dich nicht mit mir an, Bulle. Alles weg. Das war ein großer Fehler. Ich will kein Ärger mehr. Tut mir leid. Entschuldigung akzeptiert. Ich werde das dem Chef melden. Schluss mit dem Blödsinn. Ich benehme mich vorbildlich. Was? Wo ist mein Burger hin? Der hat mir geschmeckt. Ich kapier's nicht. Ups. Was ist hier los? Oh. Guck mich nicht so an. Rein mit euch. Hey, schubst mich doch nicht. Das war unnötig. Sie sind echt unhöflich. Bla bla bla. Macht keinen Krach. Ich hatte das Bad genossen. Da sagst du was. Das ist eine Schande. Schauen Sie sich meine Haare an. Was denn noch? Ist doch offensichtlich. Mir doch egal. Oh, das ist echt schlimm. Manu, voll nervig. Du machst das von Hand? Zumindest ist es trocken. So tief bin ich gesunken. Ich muss telefonieren. Ja, das ist ein Notfall. Sofort. Warte mal. Den brauche ich. Danke. Wo hat der den denn her? Hier, für deine Mühe. Das sollte reichen. Du hast es verdient. Soll das ein Witz sein? Ich liebe es, reich zu sein. Das ist nicht gut. Ich muss was tun. Ich weiß. Ich hol mir lieber was. Was macht sie da? Das muss hier irgendwo sein. Komm schon. Aha, da ist es. Gefunden. Mit dem Bügeleisen wird's gehen. Ich brauche mein Haarnetz. Jetzt schalte ich den ein. Das ist ganz einfach. Ist wie im Salon. Wow, das ist ja cool. Gib's zu, du bist neidisch. Oh, eine Steckdose. Ich fange besser gleich an. Was kann schon schief gehen? Ich steck das Bügeleisen rein. Wow! Nein! Ah! Bist du okay? Was hast du getan? Du hast alles ruiniert. Meine Haar wird nie perfekt. Ich bin beschäftigt. Muss mich konzentrieren. Bist du verrückt? Niemals. Gleich fertig. Das müsste reichen. Wow, guck dir mein Haar an. Sieht fantastisch aus. Ich glaub das nicht. Willst du auch mal? Nee, keine Chance. Boah, ich hasse Gefängnisse. Typischer Ken. Warum dauert das so lange? Fällt der Pickel auf? Au! Hey, hör auf damit! Ups, tut mir leid! Soll das ein Witz sein? Du fährst ein! Lass uns drüber reden! Nein, du bist jetzt ein Häftling! Aber Orange steht mir nicht! Okay, aber ich brauche einen Snack! Nein, vergiss es! Keine Snacks erlaubt! Das ist doch unfair! Oh!
Was für ein Tag. Ich habe eine Menge Beweise zu essen. Ich meine, zu protokollieren. Das dauert eine Weile. Ich fange besser an. Nicht die schönste Arbeit für Polizisten. Viel zu viel Papierkram. Hä? Sieht gut aus. Ich hätte gern was Süßes. Das nimmt kein Ende. Ich mache ein kleines Nickerchen. Das ist meine Chance. Hoffe, dahinter ist ein Tunnel. Wow! Und ich dachte, das sei nur ein Poster. Los geht's. Hoffentlich verirre ich mich nicht. Aha, Licht am Ende des Tunnels. Ich hab's geschafft. War einfacher als gedacht. Er schläft wie ein Baby. Dann fange ich mal an. Und ich habe einen schlauen Plan. Schnell noch vorbereiten. Ich schieb die Rinne durch den Tunnel. Dann wird's ganz einfach. Noch ein Stückchen. Die muss in meine Zelle. So wird's was. Es kann losgehen. Jetzt zu den Minzbonbons. Was ist hier los? Das ist nur ein Traum. Mach die Äuglein zu. Hey, das ist nicht richtig. Vielleicht hilft der. Hier hast du. Oh, das ist gut. Ich bin so schläfrig. Hey, das klappt. Jetzt aber schnell. Guck, wie sie kullern. Ich glaube, ich hab alle. Hier bin ich fertig. Oder nicht? Ich mach noch was Lustiges. Ich kann nicht anders. Der Schnurrbart wird ihm stehen. Jetzt schnell weg hier. Das lief voll nach Plan. Ach, darauf bin ich echt stolz. Jetzt kann ich entspannen und die Minzbonbons genießen. Och, mein Bauch. Das ist echt übel. Verflixt nochmal Mutter Natur. Zum Glück ist es raus. Aber mein Bauch. Ich muss mich hinlegen. Ich habe so dolle Schmerzen. Das soll aufhören. Ich brauche eine Binde. Ah, da sind sie. Na toll, die sind alle. Hey, hier drüben. Ich brauche Nachschub. Hä, was hast du gesagt? Das ist ein Notfall. Sprich leiser. Okay. Also hilfst du mir? Na gut, aber das ist unser Geheimnis. Bin gleich wieder da. Das war nicht Teil meiner Ausbildung. Was ist das? Genau, was ich brauche. Ich muss mich schützen. Einfach drüber ziehen. Ich schaff das. Vielleicht bekomme ich eine Medaille. Nur noch ein paar Sachen. So wird's gehen. Wünsch mir Glück. Unglaublich, dass ich das machen muss. Ganz ruhig. Keine plötzlichen Bewegungen. Da ist sie. Okay, ich mach die Box auf. Mein Herz klopft. Wenn das schief geht, sag meiner Mama, dass ich sie liebe. Nein, unmöglich. Entspann dich einfach. Puh, hab's. Hier hast du's. War das wirklich notwendig? Danke, schätz ich. Ist nur eine Binde. Guck, ich zeig's dir. Bist du verrückt? Mach das nicht. Okay, wie auch immer. Voll der Dramatiker. Entspann dich mal, Kumpel. Ich will das nicht sehen. Bis später. Ist doch keine große Sache. Das bringt mich auf eine Idee. Ich steck Süßigkeiten in die Verpackung und zumachen. Ich steck die wieder in die Verpackung, mein heimlicher Snackvorrat. Er wird's nie erfahren. Ich hab's verdient. Lecker. Alles klar. Was ist da los? Oh, danke nochmal. Ich muss los. Der Typ ist komisch. Aber die Süßigkeiten sind lecker. Rein da. Und beeil dich. Oh, hi, Mama. Die hätte er mir wenigstens abnehmen können. Oh, geht auf. Autsch, mein Zahn. Soll das ein Witz sein? Das ist übel. Ob ich den wieder reinstecken kann? Ah, schon besser. Ich versuche etwas anderes. Und zwar mit der Haarnadel. Mit der müsste es gehen. Wow, hat geklappt. Ich hab's echt geschafft. Jetzt brauche ich diesen Sand. Ich bin vorbereitet. Ich drück die Handschellen da rein, um einen Abdruck zu machen. Sieht gut aus. Du bist dran, Gummibär. Gleich wird's heiß. Den werde ich schmelzen. Gib mir eine Sekunde. Hey, was ist das für ein Geräusch? Was machst du da? Nichts, nur Kacken. Köstlicher Gummisaft. Ich gieße den in die Form und fülle sie auf. Wow, guck dir das an. Gummihandschellen. Aber ich bin noch nicht fertig. Die müssen wie die echten aussehen. Ich besprühe die mit essbarer Farbe. Hey, mach auf. Hörst du mich? Just in time. Das war's. Ich komm rein. Man kann sowas nicht beschleunigen. Zeig mir deine Hände. Los geht's. Okay, kein Unsinn mehr.
Hab verstanden. Ich werde die gleich probieren. Lecker. Gefällt mir echt gut. Was dauert denn da so lange? Ich muss meinen Flug erwischen. Hallo, junge Frau. Sie haben keine Schmuggelware dabei, oder? Ich? Niemals. Das werden wir ja sehen. Ich scanne Ihren Koffer. Funktioniert das Ding überhaupt? Oh, ein Bär. Den muss ich scannen. Bären sind raffiniert. Ich habe doch erst die Batterie gewechselt. Versuchen wir es nochmal. Können wir das beschleunigen? Ich habe keine Snacks. Bitte warten Sie hier. Ach, komm schon. Ich nehme meinen Job ernst. Das habe ich selbst gemacht. Aha, ich wusste es. Sie wollten mich reinlegen. Her mit dem Bären. Tja, 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 was haben wir denn hier? Was ist mit meinem Bären? Ich habe das noch nie gesehen. Das habe ich schon oft gehört. Was? Nein! Ah! Das ist übel. Ich muss ein Loch machen. Hab's geschafft. Jetzt muss ich telefonieren. Hallo, ich brauche deine Hilfe. Du kannst auf mich zählen. Ich habe die Ware. Das ist feinster Zucker. Jetzt nicht mehr. Ich bin Meister der Tarnung. Bin schon da. Hey, Beamter. Hier drüben. Wer sind Sie? Ich soll hier eine Wand reparieren. Wovon reden Sie? Wo kommt das Loch her? Sie wollen doch keinen Ausbruch. Ich repariere das. Meinetwegen, ich will lesen. Das ist für dich. Schlag ein. Er ahnt nichts. Darauf habe ich gewartet. Leckere Zuckerwatte. Ich stecke die hier rein. Und dann noch abdecken. Ich muss beschäftigt aussehen. Oh, ich muss die verstecken. Hey, wie geht's? Hast du... Ach, ist mir egal. Das war knapp. Lecker. Mir ist voll langweilig. Was ist das? Was zum... Vorsicht! Autsch, mein Kopf! Okay, mal was anderes. Was haben wir denn hier? Ich mag Überraschungen. Boah, eine Tafel Schokolade. Ah, Donuts. Ich muss schnell sein. Ich brauche einen Topf. Dann noch den Herd hochdrehen. Ich will die Schokolade schmelzen. Das müsste reichen. Die kann jetzt raus. Genau wie ich sie wollte. Mir läuft die Spucke zusammen. Ich kann nicht länger warten. Ich habe große Pläne. Ich drücke die in meine Hand. Und habe eine Schokopfütze. Da drücke ich meine Lippen rein. Jetzt zum Klebeband. Ich klebe das auf mein Shirt. Ich brauche mehr. Das reicht jetzt. Was ist da los? Nichts, überhaupt nichts. Ich entspanne nur. Mach mal. Er hat's geglaubt. Snackzeit. Ich liebe Schokolade. Ist mein Favorit. Habe ich gebraucht. Köstlich. Ich will. Oh, wow. Die sind super. Ich bin voll neidisch. Ich rieche die bis hierher. Was mache ich jetzt? Ich muss den ablenken. Und ich weiß auch schon wie. It's Showtime. Ah, der Schmerz, es tut so weh. Bitte, ich brauche Hilfe. Guckt er? Was ist passiert? Oh nein, bist du in Ordnung? Überlass das mir, bin gleich wieder da. Das ist meine Chance. Ich muss aus der Zelle raus. Ich quetsche mich durch die Stäbe. Puh, geschafft. Das will ich haben. Oh, die sehen gut aus. Ich weiß. Ich spritze Creme drauf, um das Loch zu füllen. Ein bisschen mehr darf sein. Dann brauche ich Modellierton. Den platziere ich da drüber. Jetzt habe ich eine Beule. Die schneide ich aus. Der Flaschendeckel wird's tun. Perfekt. Ich klebe mir die aufs Gesicht. Ich habe den Erste-Hilfe-Kasten. Hey, stimmt was nicht? Der Pickel. Darf ich? Das würde ich nicht tun. Voll eklig. Hä? Den Geruch kenne ich. Warte mal, das ist kein Pickel. Du steckst in Schwierigkeiten. Schnell weg. Yeah, das ist voll geil. Aha. Nein. Guckt. Die Meerjungfrau, sie ist hinüber. Wir müssen die Polizei rufen. Hallo? Hilfe! Oh nein! Wer war das? Ich? Niemals! Hey, guck mich nicht so an!
Na klar, das Mädchen in Schwarz hat Schuld. Ich war das nicht. Etwas Schreckliches ist hier passiert. Wer war das? Eine ganz normale Meerjungfrau, was? Wer wollte, dass du verschwindest? Schauen wir mal. Was verbirgt sie? Oh. Ja, ein Telefon. Dieser Fall hat sich gerade selbst aufgeklärt. Oh, ist gesperrt. Hilfst du mir? Hohe Technologie. Irgendwas? Mist. Egal. Dann mache ich's auf die altmodische Art. Jeder Fingerabdruck ist hilfreich. Und ich hab einen. Da ist der Baby. Ein frischer Fingerabdruck. Jeder gute Polizist erkennt sowas. Den habe ich jetzt gesichert. Eine Schönheit. Aber ich brauche noch eine gute Kopie von dem. So, geschafft. Aber ich bin noch nicht fertig. Kleber ist hier die magische Zutat. Okay, schon fertig. Der gehört jetzt mir. Und? Ich bin drin. Mal sehen. Bingo. Wer hat die geschickt? Omni? Das habe ich mir gedacht. Hallo? Officer? Was ist los? Ist die von dir? Ich kann's erklären. Ich habe mir im Bad die Hände gewaschen. Und da war eine riesige Spinne. Ich musste die töten. Und das habe ich geschrieben. Aber mein Handy ging aus, bevor ich fertig war. Normalerweise kümmert sich die Meerjungfrau immer drum. Oh, süßes Mädchen. Eklig. Dich mache ich platt. Ist sie tot? Und das war's. Okay, dann bist du aus dem Schneider. Oh, gut. Danke. Es muss doch noch einen anderen Hinweis geben. Hallöchen. Oh. Komm schon. Hier muss doch was sein. Nur kalte Schuppen. Warte, was ist das? Ein weiterer Hinweis? Ein Brief. Aber was steht da? Die rote Brille wird's mir sagen. Ken gehört mir. Eine Dreiecksgeschichte. Komm sofort her. Was ist los? Sag du es mir. Oh, ich versteh's nicht. Setz die auf. Gehört mir? Sie denken, ich habe das geschrieben? Ich kann's erklären. Die Meerjungfrau hat mit Ken geredet. Was mir gar nicht gefiel. Also wollte ich ihr eine Botschaft schicken. Ken gehört schließlich mir. Das sollte unmissverständlich sein. Oh. Hi, Barbie. Vielleicht habe ich überreagiert. Ist jetzt egal. Das ist nie passiert. Hey, Babe. Ist das für mich? Nee, ist Müll. Oh, yeah. Hä? Was ist das? Eine geheime Nachricht? Was ist hier drauf? Oh, das ist Ken. Das behalte ich. Und? Gib her. Verschwinde jetzt. Tschüss. Und ich stehe wieder am Anfang. Warte. Ich muss noch ihren Mund durchsuchen. Sieh mal an. Ich gehe rein. Ich bin bewaffnet und bereit. Langsam. Hab's. Was ist das? Noch ein bisschen mehr. Perfekt. Das müsste reichen. Ab ins Labor damit. Und wo ist mein nächster Verdächtiger? Wednesday. Mal sehen. Hallo? Komm her. Sie wollten mich sprechen. Hast du ihr das gegeben? Hast du? Wenn sie es unbedingt wissen wollen. Ja, aber hören Sie zu. Folgendes ist passiert. Hi, Wednesday. Hallo. Wow, die sehen gut aus. Ich habe ihr gesagt, sie soll sie nehmen. Danke. Gern geschehen. Und sie hat sie verschlungen. Kein Krümel blieb übrig. Mh, lecker. Ich bin voll.
Hey, ich liebe diesen Song. Verstanden. Du warst es. Hä? Nicht vergiftet? Oh, interessant. Hab ich doch gesagt. Ah, wo bin ich? Wow. Hey, Leute. Ich hab nur geschlafen. Sorry für die Verwirrung. Ich fühle mich nicht so gut. Oh, ein Jammerlappen. Dramatisier doch nicht immer so. Du brauchst nur etwas Wasser. Oh! Gern geschehen. Also. Und jetzt? Das ist unangenehm. Mein Talent. Schon wieder so verschwendet. Guten Morgen. Heute wird ein toller Tag. Guck dir den an. Ich habe auch einen neuen Stift. Gut, aber ich habe noch das hier. Alle Farben, die ich brauche. Neidisch? Nee, ich habe das hier. Guck's dir an. Ich habe ein nagelneues Notizbuch. Hübsch, stimmt's? Nicht so hübsch und flauschig wie meins. Ach ja? Warte, was zum... Hey, ich habe eine Idee. Ich muss nur was vorbereiten. Die Farbe muss in die Tüte. Ja, genau so. Und jetzt zum super spaßigen Teil. Echt befriedigend. Die Farbe muss überall hin. Jetzt zum Regenbogenpapier. Einfach in die Tüte einwickeln. Nice. Aber es geht noch weiter. Mit dem Bleistift umranden. Gleich geschafft. Die Tüte kommt runter. Und dann brauchen wir was Rundes, um Kreise zu ziehen. Los geht's. Jetzt erwecken wir das zum Leben. Mit Farbe natürlich. Erst genug Farbe auf die Palette und dann geht's los. Jeder Farbton geht in den anderen über. Ein hübscher, nahtloser Übergang. Die letzte. Sehr schön. Es kann weitergehen. Jetzt wird es knifflig. Eine ruhige Hand ist wichtig. Wir brauchen so etwas. Dann noch anmalen. Jetzt brauchen wir die Heißklebepistole. Wir wollen die Dinger ankleben. Anheben und das Runde durchs Loch stecken. Immer weiter so. Gleiche Farben bleiben zusammen. Hier kommt das Frontstück. Und dann natürlich noch das schwarze Rechteck. Hinten noch zukleben. Und den Rand verzieren. Ist das nicht süß? Und glitzert sogar. Hallo, Einhorn. Siehst du, was ich sehe? Das sind hübsche Äuglein. Sie sehen wie Augen aus. Dank kleiner Details. Voila! Es kann losgehen. Guck mal. Wow. Ja, total. Und süß. Ich zeichne, was immer ich will. Ich brauche nicht mal einen Stift dafür. Und ich kann es wieder löschen, siehst du? Darf ich auch mal? Okay, hier. Wow, das wird Spaß machen. Gut, dass ich lange Nägel habe. Hallo, Sonne. Vielleicht behalte ich das einfach. Behalten? Das gehört mir. Okay, hier. Das war viel Arbeit. Ich liebe es. Oh, gerettet durch die Klingel. Zum Glück ist Freitag. Das brauche ich vor Montag nicht mehr. Und das ist voll okay. Komm schon, rein da. Oh, das passt nicht mehr rein. Ein Jammer. Ich habe dieses Problem nicht. Tschüss. Warte. Was? Zeig mir die. Zu nah. Ich will auch so eine. Und ich weiß auch schon wie. Siehst du dieses Teelicht? Jetzt wird es interessant. Und heiß. Hier habe ich ein Plastiklineal. Und gleich hat es ein Loch. Ideal zum Einfädeln von Bändern. So, jetzt hat es einen Riemen.
wie bei einer Tasche. Mein Buch lege ich einfach oben drauf. Süß! Not macht erfinderisch. Alle werden neidisch sein. Das ist einzigartig. Wo war ich stehen geblieben? Kapitel 11? Jetzt zu Kapitel 5. Guck dir mein Meisterwerk an. Ich hab vergessen. Ich hätte mich krank melden sollen. Warte, ich weiß. Ich muss schnell kreativ sein. Hoffe, das klappt auch. Pass auf. Hey. So, total süß. Oh. Nun zum letzten Schritt. Hast du Wachs zur Hand? Reibe es aufs Blatt. Dann kommen die Bilder mit der Vorderseite nach unten drauf. Braver Junge. Mit etwas Hartem richtig fest andrücken. Dann die Bilder abziehen. Das funktioniert wirklich, siehst du? Jetzt noch eine persönliche Note drauf. So süß. Unglaublich, oder? Ach, hast du das gerade gemacht? Meins ist besser. Mal sehen, ob ich alles habe. Gut. Ich dachte schon, sie würde nie gehen. Das ist der Ort, wo es das gute Zeug gibt. Ihr kostbarer Süßigkeiten-Tresor. Ich wette, ich knack den Code. Bingo! Das ist ja eine Augenweide. Kaum zu glauben, dass das alles hier ist. Was ist das denn für eine Süßigkeit? Nicht essbar. Will ich nicht. Das ist schon eher, was ich will. Entschuldigung. Lass das Zeug fallen, Diebin. Oh, diese Frösche sind aber schnell. Entschuldigung, ich habe ein Geschenk. Noch niemand hat mir bisher Blumen mitgebracht. Was? Nein, die sind für meine Liebste. Und zwar die mit dem umwerfenden Lächeln. Oh, du meinst Häftling Nummer 425? Sagen Sie ihr, dass ich sie vermisse. Eines Tages werde ich sie wieder küssen können. Mir ist so langweilig. Was hat denn der Sheriff da? Das sieht aus wie Blumen. Moment, das sieht aus wie... Hey, Baby. Oh mein Gott! Was starrst du so? Hey! Jemand hat die hier vorbeigebracht. Er meinte, dass er dich liebt oder sowas. Ich wünschte wirklich, ich könnte meinen Freund sehen. Hey, ist das eine Nachricht? Oh, James liebt mich wirklich. Ich liebe dich auch, mein Schatz. Diese Blumen sind wirklich hübsch. Moment. Die riechen aber nicht wie Rosen. Das ist ein Strauß Süßigkeiten. Fantastisch. Mmh, so lecker. Der Junge kennt den Weg zu meinem Herzen. Dieser Shakespeare ist wirklich schwer zu verstehen. Aber dieses Drama ist verrückt. Ist hier irgendwas faul? Schließlich ist es Wendy. Eine kleine Lektüre, ha? Huh? Ich bin nicht von gestern. Ich wusste es! Kannst du das erklären? Das gehört mir nicht. Ich glaub dir kein Wort. Ich bin brav, ich schwöre. Oder doch nicht? Jetzt, wo sie endlich weg ist, kann die Snackzeit endlich beginnen. Hm, ich rieche Zucker. Oh nein, was soll ich nur tun? Hab ich hier was übersehen? Ich habe meine Checkliste vergessen. Alles klar bei dir? Du siehst ziemlich nervös aus. Gib mir das Ding. Ich bin sowas von dran. Interessant. Oh Gott, ich kann nicht atmen. Was ist das denn? Das muss eine Erkältung sein, die gerade rumgeht. Oh, ich muss sofort duschen gehen.
Okay, das war interessant. Ist es eigentlich schon Mittag? Mein Magen knurrt schon total heftig. Ist das ein Stück Käse? Oder wieder nur eine Fata Morgana? Sieht echt aus. Pfoten weg von meinem Käse, Lady! Ich hab ihn zuerst gefunden! Ugh, blöde Ratte! Hör ich da das Abendessen? Hey, Häftling! Ich dachte schon, sie kämen nie. Was gibt's denn heute Abend? Haferbrei, wie jeden Abend. Du bekommst eine extra große Kelle von mir heute. Hey, also, ich nehme alles. Stopp, da ist eine Kakerlake. Das ist kein gutes Zeichen. Guten Appetit, ein bisschen extra Protein. Haha, ich mach nur Spaß. Das ist ja ein Wunder. Davon möchte ich bitte was. Ich kümmere mich drum. Mission abbrechen, abbrechen. Schon wieder Haferbrei, ha? Huh? Wie hast du das denn erraten? So beleidigt man den Chefkoch. Also, wo war ich? Wie kann ich Ihnen je danken? Hallo, süßes Häppchen. Schmeckt wie der Himmel. Dann bis morgen. Womit habe ich das nur verdient? Dieses Make-up ist echt schön. Und sieht so aus, als ob es im Angebot ist. Heute ist mein Glückstag. Wahnsinn. Hä? Was ist das denn? Ein Päckchen? Ich habe aber gar nichts bestellt. Es ist für Luna, ha? Huh? Das werden wir noch sehen. Ist hier etwa Essen drin? Hey! Mein Päckchen! Na gut, hier hast du's. Das nenne ich mal eine pünktliche Lieferung. Ist das nicht alles so schön? Das hier mag ich am liebsten. Wollt ihr sehen, warum? Mmh, süße, schokoladige Köstlichkeit. Was ist da drin los? So lecker! Wie hungrig ist dieses Mädchen bitte? Ekelhaft! Mein kleines köstliches Geheimnis. Ach, diese Nagelhaut! Ein ruhiger Tag. Stopp! Hast du Essen oder Getränke dabei? Natürlich nicht! Du scheinst sauber zu sein. Oh, hi! Hast du neue Frisuren für mich dabei oder so? Die violette gefällt mir gut. Aber ich weiß nicht, die passen nicht so richtig zu mir. Nein, lass mich nachdenken. Vielleicht ist die hier mehr nach deinem Geschmack? Also die probiere ich mal. Sie erfordert ein wenig Nackenstärke, aber sie sollte dir gut stehen. Oh, ich finde sie großartig und sie wird immer besser. Ich hatte schon ewig keine Zuckerwatte mehr. Ihr Mädels denkt, ihr seid clever. Oh, wusste nicht, dass sie da sind. Das ist nur eine Perücke. Ach ja. Was mache ich jetzt nur? Du siehst lächerlich aus. Wie bitte? So schlimm ist die auch nicht. Wie ein Bienenstock auf deinem Kopf. Und sie müssen nun wieder gehen. Dieser Snack ist es wert, um auszusehen. Guten Appetit! Oh, ich habe richtig Durst heute. Ich habe schon total vergessen, wie Limo schmeckt. Eisgekühlte Cola, Madame. Aber gerne doch. Hey, ein Mädchen darf doch träumen, oder? Oh, mein Magen! Ich brauche Hilfe! Oh nein, Code Rot! Sofort, keine Bewegung! Na, das hat wunderbar geklappt. Und was nun?
Das ist besser. Hilfe ist unterwegs, ha? Huh? Sie ist dort drin. Beeilen Sie sich. Magenschmerzen? Lassen Sie mich mal sehen. Psst. Oh, ich verstehe schon. Sie wollen den guten Zuckertropf? Sie werden sich im Handumdrehen besser fühlen. Und das hier in den Mund, bitte. Okay. Haben Sie Durst oder eher nicht? Das ist Cola, verstehst du? Was? Oh, rein damit! Wird sie überleben? Ist das... Sie braucht nun ganz viel Ruhe. Mir geht's tatsächlich schon besser. Fühlst du dich schlau? Schlau genug, um Snacks in eine Gefängniszelle zu schmuggeln? Oh, ist das die Rechnung? Das sollte reichen. Rieche ich Bargeld? Ich brauche es mehr als dieser Ort. Hey, diese Mädchen haben die Rechnung nicht bezahlt. Unglaublich. Ich rufe die Polizei. Der Spaß ist vorbei, meine Damen. Ihr kommt mit. Soll das Essen sein? Ich brauche richtiges Essen. Diese Nachtschichten werden nie einfacher. Noch die halbe Schicht vor mir. Das verschafft mir etwas Zeit zum Schlafen. Ah. Die Operation Snack-Attacke ist in vollem Gange. Diese Insassen bekommen heute Abend Essen. Hoffentlich mögen sie Schokolade. Ha! Flink wie eine Katze. Die Wache schläft fest. Schlechter Traum, was? Vorsichtig. Das war knapp. Bein Nummer 2. Wow. Mann, Abbruch! Abbruch! Wo kann ich mich verstecken? Ich schaffe das. Ziemlich geräumig sogar. Was ist hier los? Ich glaube, ich habe was gehört. Ach, nur eine Maus. Zurück ins Schlummerland. Ich bin drin. Wie lange ist das schon hier? Ich habe das andere Ende erreicht. Spinnennetz. Hier könnte wirklich mal geputzt werden. Wer ist da? Ich bin's. Komm schon. Gabby, entschuldige bitte. Ich komme mit Geschenken. Alles für mich? Lass uns schlemmen, oder? Ich habe Süßes so sehr vermisst. Jetzt musst du das nicht mehr. Ich vermisse es zu texten. Aber das muss erst einmal reichen. Gute Reise. Schau, wie es runtergespült wird. Hier stinkt's gewaltig. Ich hab's. Mal sehen. Burger, betende Hände, Ausrufezeichen. Nachricht erhalten. Ich kann das nicht in meinen Händen tragen. Eine angemessene Verkleidung ist notwendig. Gut, dass ich schöne lange Haare habe. Erledigt. Ist auch irgendwie niedlich. Und los geht's. Wo bleibt sie? Endlich! Ich bin hier drüben. Es ist alles hier oben, verstanden? Normalerweise beschwerst du dich über Haare im Essen. So gut. Bist du bald fertig? Hallo, Schokofinger. Sieht aus, als hast du alles. Leckere Finger. Ich weiß, oder? Ich muss los. Ich bin zu Besuch hier.
Moment mal. Was ist in diesem Ding? Das sind ganz schön scharfe Beißer. Geh einfach. Ich will das Vieh hier nicht in meiner Nähe haben. Hey Mädchen, hast du Hunger? Lass dich nicht von diesem grimmigen Gesicht täuschen. Siehst du? Oh, braver Junge Fido. So laut. Oh nein, man wird mich erwischen. Ich muss die Wanne zurücklassen. Kommt sie? Oder? Was dann? Hallo? Wie geht's? Ich muss los. Ich muss dich zuerst scannen. Versteckst du hier was? So ein Mist. Den habe ich mir für später aufgehoben. Boah, gib sie her. Fein. Hier sind sie. Bist du jetzt glücklich? Geh einfach. Egal, wo war ich? Hey, hier drüben. Nimm meine Kopfhörer. Hallo? Was? Ich habe keinen Besuch erwartet. Kein Essen, ne? Mach sie auf. Ja. Ich habe solche Plastikdeckel genommen und sie besprüht. Dann habe ich sie hier befestigt. Siehst du? Die perfekte Größe für einen Donut. Cool, oder? Und sie sehen total echt aus. Ah, hab's kapiert. Du hast meine Lieblingssorte. Ich habe mich wie verrückt danach gesehen. Hallo, ich wische nur den Boden. Was soll das? Pass auf die Füße auf, sorry. Ich krieg hier nichts auf die Reihe. Bin gleich fertig, versprochen. Wenn ich mit dem Lesen fertig bin. Pass mit dem Ding auf. Ich werde hier nicht respektiert. Ich mache jetzt Pause. Es hat tatsächlich geklappt. Ist jemand hier? Hey, psst. Was ist das für ein Geruch? Es riecht süß. Und es kommt von deinem Kopf. Du meinst meine Haare? Gib mir was davon. Köstlich. Ich will mehr davon haben. Das ist so gut. Du hast kein einziges Haar übrig gelassen. Alles in diesem Bauch. Ich bin so hungrig. Man kann hier einfach nicht schlafen. Jetzt ist die perfekte Zeit. Mach dein Ding, kleine Maus. Viel Spaß. Pass auf. Was ist das für ein Geräusch? Ich habe hier irgendwas gehört. Ich krieg dich. Ist ein Verbrecher auf der Flucht? Nein, schlimmer. Oh, Mausi. Bist du hungrig? Ich weiß, dass du hier drin bist. Was für eine Idiotin. Ich habe jetzt die Kontrolle. Gummibärchen-Lieferservice. Kommt sofort. Wir sehen uns. Was war das? Wow. Was bist du für ein Augenschmaus? Entschuldigung. Es ist kaputt. Ich kann es nicht stoppen. Du hast die Kontrolle, was? Wie schwer kann das sein? Sei still. Wo ist das Ding? Ich bin weg. Willst du ihn nicht zurück? Ich glaube, ich bin aus dem Schneider. Als ob ich im Gummibärchenhimmel bin.
Niemand will im Gefängnis landen, stimmt's? Aber irgendjemand muss da ja rein. Und genau wie draußen sollte man das Leben im Gefängnis auch in Schwung bringen. Möchtet ihr ein Lied hören? Ah! Like OMG, geht das viral? Wie viele Follower hast du? Hm? Mein Schild? Oh. Wie ist das? Besser? Soll ich lächeln? Tschüss! Nur kurz poppen. Das ist alles, was ich brauche. Ah, das ist so schön. Pop, pop, pop. Das macht so viel Spaß. Moment mal, was ist da drin los? Ist das ein Poppet? Ich könnte das den ganzen Tag machen. Gefängnis ist nicht so schlimm, wenn du ein Poppet hast. Pop, pop, pop. Hey, komm mal her. Kann ich das mal haben? Das? Nein, das ist meins. Du bist gemein. Wie wär's, wenn ich dir die Schlüssel gebe? Na, wie hört sich das an? Dann kannst du abhauen. Nein, du brauchst was Besseres als das. Oh, du bist so gemein. Bitte, bitte, bitte. Nö, damit vertreibe ich mir die Zeit. Ich flehe dich an. Ich tausche auch was mit dir. Mal überlegen. Okay, ich will Süßigkeiten. Ganz viele Süßigkeiten. Na endlich. Lass uns tauschen. Ich nehme das Poppet und hier ist ein Lolli. Mehr. Nicht genug. Mehr bitte. Mehr habe ich nicht. Die nehme ich. Deal. Hier hast du. Nicht genug. Mach weiter. Du verhandelst hart. Hier für dich. Das ist viel mehr wert. Okay, wie wär's damit? Ja, das nehme ich. So viele Süßigkeiten. Oh, Puppets, ihr macht mich so glücklich. Hier ist es so deprimierend. Wie sehe ich aus? Hätte ich doch nur einen Spiegel. Was für ein langer Tag. Ich kann's kaum erwarten, nach Hause zu gehen. Ich mach nur ein kurzes Nickerchen. Die Wache schläft. Das ist meine Chance. Ganz leise. Die Stunden im Gefängnisgym sollen nicht umsonst gewesen sein. Los, Bizeps. Ich will diese Donuts. Ach, das ist sinnlos. Was ist das für ein Geräusch? Was ist los? Oh, das ist mein Telefon. Hallo? Natürlich nicht. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe nur meine Augen ausgeruht. Ich soll ins Büro kommen? Natürlich. Bin schon unterwegs. Vielleicht komme ich ran, wenn ich mich strecke. Nah dran. Aber zum Glück habe ich eine Angel. Warum habe ich hier einen Regenschirm? Na egal. Ich will diese leckeren Donuts. Danach kann ich auch gleich meine Zelle saugen. Damit klappt's bestimmt. Komm schon. Fast. Aha. Das klappt. Die leckeren Donuts werden mir gehören. Eindrehen mit dem Schlüssel und ich bin im Donut-Himmel. Das sollte reichen. Niemand da. Bleib unauffällig. Zieh keine Aufmerksamkeit auf dich. Die riechen so gut. Finger weg. Hände hinter den Rücken. Einem Polizisten Donuts stehlen wird als schweres Verbrechen geahndet. Hässlich. Sieht billig aus. Wow. Schau dir das mal an. Das ist genau der Look, den ich will. Ich werde so gut aussehen. Oh, Dina. Ja, Madame. Wie kann ich behilflich sein? Schau, ich will das. Natürlich, Madame. Kein Problem, Madame. Ich werde so hübsch aussehen. Was dauert denn so lange? Entschuldigung, Madame. Bitte, nehmen Sie Platz. Erschaffen wir ein Meisterwerk. Und dann hat Papa mir ein Pferd gekauft, aber ich wollte ein Einhorn. Papa sagte, die gibt es nicht. Da habe ich die Luft angehalten, bis ich ein Einhorn bekam. Ich nannte es Regenbogen. Und voilà. Wir sind fertig, Madame. So hübsch. Vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen, Madame. Ciao. Die anderen Gefangenen werden so neidisch sein. Ich muss das posten. Wunderschön, umwerfend, so hübsch. Warte. Oh, der Hintergrund ist voll hässlich. Ich weiß. Armer Mensch. Ja, du in Blau. Komm her. Ich will nicht zur Schule, Mami. Ich bin wach. Was willst du? Diese Gitter, sie ruinieren meine Selfies.
Mach etwas dagegen. Das stimmt, das geht gar nicht. Ich hab da was. Wirf einen Blick in diesen Katalog. Ist da was dabei, das dir gefällt? Nein. Weiter. Das ist okay. Die will ich. Ausgezeichnete Wahl. Überlass das mir. Die werde ich einfach wegräumen. Sorry deswegen. Wow, ich liebe sie. Wenn du noch was brauchst, lass es mich wissen. Okay, und jetzt husch. Zuckerstangen-Gefängnisgitter. Die sehen viel besser aus. Ein bisschen blau hier, ein Tupfer dort. Perfekt. Da kommen so viele Erinnerungen hoch. Als ich ein kleines Mädchen war, schwamm ich in den Riffs, hab mit Krabben gespielt und Seepferdchen gejagt. La 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 la. Ich vermisse mein Zuhause. Dieser Gesang, er ist so schön. Ich hab noch nie so eine hübsche Meerjungfrau gesehen. Warum starrt mich dieser schreckliche Mann so an? Hey, du, was willst du? Gummiwürmer, mein Leibgericht. Lecker. Was? Was ist passiert? Hey, meine Gummiwürmer. Hast du gerade welche gegessen? Ich? Nein. La 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 la. Doch, hast du. Ich kenne dich. Oh, so fesselnd. Schlüssel zur Zelle. Ich nehme die einfach. Danke. Bald bin ich wieder zu Hause. So etwas habe ich noch nie gehört. Ich muss hier raus. Wird Zeit wegzuschwimmen. Hä? Wo ist sie hin? Warum ist die Zellentür offen? Was ist mit meinen Gummiwürmern passiert? Hey, komm zurück! Links, rechts. Links, rechts. Sie ist so nervig. Die Musik ist irgendwie ansteckend. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, das ist gut. Ich werde so viele Views für dieses Video bekommen. Die Beleuchtung im Gefängnis ist auch so gut. Was macht sie denn da? Oh ja, links, rechts. OMG, das geht viral. Seht euch das an, Leute. Sag Hallo zu meinen Followern. Lass das. Ich mein's ernst. Entspann dich. Hab Spaß. Meine Follower lieben dich. Hey, sieh dir das mal an. Was? Schau, ziemlich lustig, oder? Wollen wir es ausprobieren? Na gut. Aber nur dieses eine Mal, okay? Na dann, los! Okay, wir brauchen nur ein Ei und ein Glas. Was versteckst du da sonst noch? Nichts Illegales, hoffe ich. Natürlich nicht. Okay, ich fang an. Ah, das war knapp. Diesmal nicht. Ha, Pech gehabt. Zu langsam. Igitt, das ist so eklig. Genug. Du übernimmst 2 Wochen den Toilettenputzdienst. Das war's wert. 3 Wochen. Nana, Kleines. Wow, was für ein Tag. Gucci Goo. Wer ist das süßeste Baby? Oh, hi. Ignoriere sie einfach, mein Schatz. Du weißt, ich kann dich hören, oder? Wow, bitte keine Paparazzi. Ich kann's nicht glauben. Halt mal mein Baby. Was hast du vor? Oh, bekomme ich ein Autogramm? Ich bin dein größter Fan. Ich will auch ein Autogramm. Bin gleich wieder da. Regnet es Babys? Gibst du mir auch eins? Für meine Freundin Ashley. Wie wär's nur mit meinem Namen? Deine Haare sind so weich. Bitte, mach das nicht. Im Ernst, hört auf damit. Wachtmeister, hier drüben. Ich bin gerade so wütend. Belästigt keine Promis. Oh, und lasst eure Babys nicht alleine. Ihr fahrt ein. Nein, das darf nicht wahr sein. Orange ist nicht meine Farbe. Oh, da bist du ja. Mami hat dich vermisst. Achte darauf, dass der schön glänzt. So, Mami. Gut gemacht, Kleine. Und die schöne Prinzessin widerstand dem Ausverkauf im Shoppingcenter. Wow, sie ist so tapfer. Sie bekam aber das Kleid ihrer Träume.
Oh, es ist Essenszeit. Mal sehen, was wir bekommen. Ich habe großen Hunger. Hey, wo bleibt das Essen? Ja, füttere uns. Hier, nimm den. Hoffe, du bist eine Naschkatze. Was? Das ist alles? Ein Zuckerwürfel? Ich muss zugeben, das ist eine bittere Enttäuschung. Soll das ein Witz sein? Mami, ich will mit dem Manager sprechen. Ich kann nichts machen. Das esse ich nicht, Mami. Hey, du musst uns was anderes geben. Es wird sich auch für dich lohnen. Mach was. Okay. Wo ist unser Essen? Schau dir die Gitter an. Hey, sind das Süßigkeiten? Das ist schon besser. Mh, lecker. Danke, das ist perfekt. Erzähl's aber niemandem. Warum dauert das so lange? Iss einfach die Stangen. Bist du verrückt? Wow, das ist ja fantastisch. Das Gefängnis ist doch nicht so übel. Und dann heißt es, Verbrechen lohnt sich nicht. Ha, oh, da kommt das Essen. Darauf habe ich mich schon gefreut. Gibt's Suppe? Nudeln? Es sind Nudeln, stimmt's? Nein. Guten Appetit. Ist das ein Scherz? Naja, besser als nichts. Damit habe ich nicht gerechnet. Wollen wir teilen? Nein, das will ich nicht. Ich will Süßigkeiten. Wovon redest du? Das gibt's doch nicht. Mh, so lecker. Das würde dir auch schmecken. Aber keine Bange, Mami hat einen Plan. Ich werde uns was Leckeres machen. Dafür brauche ich nur eine Kerze. Ich halte den Löffel über die Flamme und lass den Zucker schmelzen. Aber ich will den nicht verbrennen. Der soll nur schön karamellbraun werden. Hm, das riecht gut. Da stecke ich einen Holzspieß rein und warte, bis es fest ist. Schon haben wir einen Lolli. Das ist ein Gefängnis-Lolli. Sieht toll aus. Hier, koste mal. Wow, danke, Mami. Ist genau, was ich wollte. Hoffe, der schmeckt dir. Ja, das tut er, Mami. Wow, ich kann das Buch nicht weglegen. Was wird wohl als nächstes passieren? Hä? Was ist hier los? War das Klopapier? Nein, was machst du da? Hör auf damit! Schau nur, was du angestellt hast. 800? 900? Was zum... Tut mir leid. Leg die Klopapierrolle weg, junge Dame. Komm her. Das darfst du nicht machen. Du kennst die Regeln. Tut mir leid, Mami, aber mir war langweilig. Ich kann diesem süßen Gesicht nicht lange böse sein. Aber mach das nicht nochmal. Hm, lass mich nachdenken. Warte, vielleicht hilft mir das Klebeband. Ich weiß, was zu tun ist, damit das nicht nochmal passiert. Los geht's. Ich rolle das Klopapier wieder auf. Dann lege ich einen Streifen Klebeband drüber. So einfach ist das. Probier es aus. Wow, gib her. Reiß das Klopapier ab. Ich hab's. Und der Rest bleibt auf der Rolle. Mit wem redest du da? Egal, du bist leicht zufriedenzustellen. Mami! Ja! Oh, okay, warte, Süße. Ich hol das Klopapier. Welche Farbe willst du? Keins davon. Kein Problem, warte kurz. Wie wär's mit Gelb? Grün? Magst du grün? Nein, ich denke, du weißt, was ich will. Na klar, wie dumm von mir. Hier, hab ich's. Das ist mein Mädchen. Wir haben einen Ruf zu wahren. Es gibt nichts Besseres. Sind 200 genug? Ach was, nimm die ganze Rolle. Danke, Mami. Und Mami behält ein bisschen was für sich. Für den Notfall, versteht sich. Hey, auch hier zum Durstlöschen? Ha, voll ins Gesicht. Oh, das hast du nicht kommen sehen, was? Na, bist du immer noch durstig? Was? Du gehörst zu einer Spezialeinheit? Verdammt, ich will nicht hinter Gitter. Hey, mach das Licht aus. Wenn's sein muss. Ist die Luft rein? Das ist meine Chance. Mit dem Löffel werde ich mich freibuddeln. Ich muss nur das hier zur Seite schieben. Bald bin ich wieder frei. Phew, hätte nicht gedacht, dass Buddeln so eine harte Arbeit ist. Hatschi! So viel Staub. Ich mach besser weiter. Ich bin hellwach. Hä? Was ist das? Yes, da ist der Ausgang. Oh, oh nein. Träume ich etwa? Passiert das gerade echt? Keine 10 Pferde bringen mich in die Zelle zurück. Nimm das. Das ist die Gelegenheit. Ich muss flüchten. Ha, na, was willst du jetzt machen? Friss meinen Staub. Oh, hey, du bist aber groß. Hi, ich bin Ava. Die Freude ist meinerseits.
Ich wollte nur etwas spazieren gehen. Komm schon, Handschellen? Womit habe ich das verdient? Menno, ich konnte die Freiheit schon riechen. Mann, ey, dieses Bett ist das Letzte. Immer noch unbequem. Vielleicht ist das obere Bett besser. Aus dem Weg, jetzt komm. Hier hat wohl jemand lebenslang bekommen. Na toll, ich habe ein Skelett als Zellengenossen. Was macht die Gefängniswärterin? Sie hält wohl ein Nickerchen. Echt beneidenswert. Hey, Knochenkumpel, ich bräuchte deine Hilfe. Hä? Oh, ein Papierflieger als Botschaft. Oh, sie braucht meine Hilfe. Die Zähne sind soweit fertig. Hey, Knochenkumpel, ich bräuchte ein paar Zähne. Hilfe! Zu Hilfe! Oh mein Gott, was ist denn hier los? Meine Zähne, mir fallen meine Zähne aus. Was? Das ist ja echt ekelhaft. Hallo? Ja, ich habe hier einen Zahnnotfall. Oh, schneller als die Polizei erlaubt. Die Patientin ist dort. Ja, der Plan scheint zu funktionieren. Keine Sorge, ich kümmere mich sofort darum. Au, mein Zahn. Alles gut, das haben wir gleich. Oh, das kann ich mir nicht ansehen. Hallo? Ich bin hier wegen des Notfalls. Aber, hä? Die Ärztin ist doch bereits hier. Oh nein, der echte Doktor ist gekommen. Na schön, keine Bewegung. Wer von euch ist der echte Doktor? Nicht schießen, ich bin der echte Doktor. Wir sind aufgeflogen. Schnell weg. Halt, keinen Schritt weiter. Ihr bleibt beide hier. Nein. Mann, hier gibt's echt nichts zu tun. Ich langweile mich hier echt zu Tode. Hä? Was macht sie denn jetzt schon wieder? Was ist? Ich will keinen Mucks mehr von dir hören. Na los, ich passe hier bestimmt durch. Mir reicht's. Jetzt kann sie was erleben. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Yep, der Schlüssel war es. Hey, bist du auf der Suche nach dem hier? Zuerst spielen wir eine Runde Ja oder Nein. Wovon redet sie da? Eine Ja oder Nein-Challenge, kapiert? Hier, nimm die Schilder. Ich halte etwas über deinen Kopf. Antworte blind Ja oder Nein. Die Antwort ist Nein? Halt, stopp! Ich sage Ja, ich liebe Pringles. Zu spät, du hattest Nein gesagt. Schön salzig. Okay, dieses Mal sage ich Ja. Was zum Geier? Naja, du wolltest es so. Welche Antwort wähle ich jetzt? Ich wähle Ja. Eine Chilischote? Soll das ein Witz sein? Hätte ich doch nur Nein gewählt. Oh Mann, ist das scharf, viel zu scharf. Jetzt ist die eine Zwiebel dran. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich wähle Nein. Yes, nochmal davon gekommen. Okay, ich wähle Ja. Hey, ist das Schlagsahne? Das war aber nicht nett. Voll abgesahnt. Okay, dieses Mal wähle ich wieder Ja. Igitt, ist das ein Ei? Mal sehen, was sie zum Schlüssel sagt. Es kann ja nicht schlimmer werden, also wähle ich Ja. Echt jetzt? Ich habe den Schlüssel gewählt. Yes! Endlich frei. Kann's kaum erwarten, von ihr abzuhauen. Ja, den hast du dir voll und ganz verdient. Probiere ihn aus. Warte, was ist das? Der Schlüssel schmilzt ja. Das ist ja gar nicht der echte Schlüssel. Du solltest dein Gesicht sehen. Oh mein Gott, so lustig. Du lieber Himmel, der Film ist ganz schön gruselig. Geister sind echt zum Fürchten. Zum Glück gibt es keine echten Geister. Ich habe erstmal genug von Horrorfilmen. Oh nein, was ist das? Yes! Mein Plan hat funktioniert. Gut gemacht, kleiner Helikopter. Oh, Popcorn. Ich gönn mir mal eins. Da sind also die Schlüssel. Genau das, was ich gesucht habe. Hey, ich habe den Schlüssel. Was? Her damit! Den gibt's nur für eine Gegenleistung. Kein Problem, wie wär's mit einer Tüte Gummiwürmer? Das wird nicht ausreichen.
Cookie, nice. Aber auch das reicht nicht. Oh, Oreos, was hast du noch? Das ist alles, was ich habe an Snacks. Ich hoffe, das reicht. Guter Wurf. Okay, das genügt mir. Hier ist der Schlüssel für deine Zelle. Das könnt ihr vergessen. Den Schlüssel nehme ich. Ich bin unschuldig. Das war alles ihre Idee. Wen meinst du? Ich sehe niemanden. Ich brauche Verstärkung. Oh, ein Anruf. Bitte hilf mir. Ich will hier endlich raus. Okay, schon gut. Bin unterwegs. Oh, ich bin hundemüde. Oh, die Putzfrau ist da. Lass dich nicht von mir stören. Ich bin gleich weg. Entschuldigung, könnten Sie mir helfen? Ich bin leider zu klein. Kommen Sie dort oben hin? Wenn es sein muss, das gehört eigentlich nicht zu meinem Job. Die perfekte Ablenkung. Jetzt ist meine Chance. Was ist? Oh, habe ich was übersehen? Phew, jetzt nur noch das Papier abziehen. Vielen Dank für Ihre Hilfe, wirklich sehr nett. Oh, warten Sie, Ihre Uniform ist ja total staubig. Halt, stopp, stopp, das reicht jetzt. Ging der Plan auf? Yes, der Schlüssel ist kleben geblieben. Hey, jetzt kommt dein Einsatz. Ihr Plan scheint wirklich funktioniert zu haben. Bald bin ich wieder frei. Hey, hast du Lust auf etwas Musik? Hey, was soll dieser Krach? Ja, und gleich fällt mir der Löffel runter und du wirst ihn aufheben. Du willst mir wohl auf die Nerven gehen. Geschafft. Bald bin ich draußen. Deinen Löffel wirst du nie wiedersehen. Nur wenn sich dein Verhalten bessert, kriegst du ihn später wieder zurück. Okay, die Luft ist rein. Das ist meine Chance, um auszubrechen. Ja, die Tür ist offen. Ich kann aus der Zelle. Endlich wieder frei! Ich sollte keine Zeit vertrödeln. Hey, was soll das? Wie bist du an den Schlüssel gekommen? Wenn du mich auf Knien anflehst, gebe ich ihn dir vielleicht. Hey, zurück in die Zelle! Ich war so kurz vor meinem Ziel. Aber dann wurde ich wieder erwischt und bin hier gelandet. Hey, was hast du da in deiner Hand? Das ist eine Zeitung. Hey, da drin ist was versteckt. Ein Schlüssel! Knochenkumpel, du bist der Beste! Raus aus den Betten, na los! Aufstehen, bewegt euch! Dann muss ich euch eben aus dem Bett zerren. Hey, hast du Tomaten auf den Ohren? Steh jetzt endlich auf! Die perfekte Ablenkung. Ich bin dann mal weg. Hä? Was ist nur los mit dir? Ja, ich bin aus der Zelle entkommen. Und jetzt kannst du hier drin bleiben. Halt, warte! Öffne die Tür! Vergiss es! Bye, bye! Oh, schau mal, so ein riesiger Eimer Nutella. Yep, den will ich unbedingt haben. Oh Mist, ich habe nicht genug Geld dabei. Oh yeah, gutes, schnelles Bargeld. Ein Dollar? Oh, das sieht doch schon eher danach aus. Ich bin reich. Ich check lieber kurz, ob ich auch genug Geld dabei habe. Oh nein, was ist mit all meinem Bargeld passiert? Hilfe! Steven! Was ist gerade passiert? Warum bin ich im Gefängnis? Das ist nicht fair. Ich kann es echt nicht glauben, dass ich hier bin. Das ist lächerlich. Oh, das Essen ist ja total furchtbar. Und jetzt ist es auch noch weg. Ich glaube, ich werde hier einfach nur liegen. Man kann ja sonst nichts machen. Donut. Was ist das für ein Geruch? Oh mein Gott, ein Donut. Wo kommt der denn her? Wow, du hast mir was zu essen reingeschmuggelt. Natürlich. Dafür sind Freunde ja da. Aber sei leise. Ich kann es nicht erwarten, diesen Donut zu essen. Oh nein, da ist die Wärterin. Irgendwas scheint dir nicht zu stimmen. Hey, ich arbeite auch an meiner Fingerkraft. Du findest, das wäre beeindruckend? Dann check das mal aus. Nie im Leben, ich bin auf jeden Fall stärker als du. Check meine Waffenshow aus. Bam, Bizeps, wie findest du das? Wow, die sind beeindruckend. Mann, ich muss mehr Arbeit reinstecken. Ja, ganz richtig. Geh schön weiter mit diesen schwachen Muskeln. Oh nein, was mache ich?
bin ein bisschen zu sehr abgedriftet. Es schmeckt immer noch gut. Okay, ist irgendjemand in der Nähe? Nein? Jetzt ist die Chance, diesen Riegel zu essen. Oh Gott, ich liebe Snickers so sehr. Ja, das ist genau, was ich gebraucht habe. Oh, ich fühle mich irgendwie beobachtet. Was glaubst du, was du da machst? Du kennst die Regeln. Oh, na schön. Whatever. Richtig so, gib mir das. Hier, du bist echt gemein, mir meine Süßigkeiten wegzunehmen. Dann heul doch, na los. Mh, köstlich. What the heck? Ich kann es nicht glauben, dass sie es einfach isst. Okay, schauen wir, ob du das stechen kannst. Ein König, hä? Das ist eine ziemlich hohe Karte. Ich frage mich, ob du die stechen. Na, was denkst du darüber? Ganz genau. Ich nehme jetzt alle Gewinne. Hey, was ist hier drin los? Hey, du Drogenfahnder. Ich habe das ganz fair gewonnen. Oh, ich kann es nicht glauben, dass du mich so hintergangen hast. Au, ich kann es nicht glauben, dass sie mich gerade geschlagen hat. Komm schon, hier lang. Au, mein Auge tut so weh. Was geht hier vor sich? Oh nein, wir sind total gearscht. Ein illegaler Snacktausch. Das werde ich nicht im Ansatz dulden. Okay, ich habe hier den Wagen. Legt all eure Schmuggelware beim Rausgehen in den Korb. Ist das alles? Sieht so aus. Und jetzt zu dir, Rädelsführerin. Komm schon, ich lass dich eh nicht davon kommen. Okay. Ist irgendwas in dieser Box? Und was ist mit der Toilette? Versteckst du hier irgendwas? Ich weiß, dass du hier irgendwo was versteckst. Und unter deinem Kissen? Nein? Hm. Wo ist... Oh, ich falle! Sieh an, was haben wir denn hier? Chips! Und noch mehr Junkfood! Willst du vielleicht was davon? Ich liebe meine neuen Handschellen. So glänzend. Oh Mann, das tat echt weh. Okay, diese Pflanze sieht schön aus. Das sollte klappen. Ma'am, Miss, warten Sie bitte. Ich muss sicher gehen, dass Sie keine Schmuggelware mitbringen. Ich muss Sie zuerst scannen, bevor Sie rein dürfen. Wir hatten sehr viel Schmuggelware in letzter Zeit. Sie würden doch nicht versuchen, irgendwelches Essen hineinzuschmuggeln, oder? Okay, Sie scheinen clean zu sein und können durch. Hä? Ich frage mich, wie sich der Scanner eigentlich anfühlt. 31. 32. Ahem. Oh, hey. Wer bist du? Und was bist du? Hey, ich bin's. Magst du meine Verkleidung? Fantastisch. Aber was soll das mit der Pflanze? Check das aus. Jetzt gibt's Snacks. Warum isst du Dreck? Das ist ekelhaft. Willst du was probieren? Keine Sorge, ich zeig dir, was ich gemacht habe. Ich habe ein paar Oreos in eine Schüssel gefüllt. Und dann habe ich sie mit einem Stößel in kleine Stückchen zerstoßen. So lange zerkleinert, bis sie fein genug sind. So, jetzt ist es Cookie-Erde. Und dann einfach damit in den Blumentopf. Wow, das ist so cool. Okay, dann gib mal her. Und vielen Dank dir. Okay, Pflanze. Wir beide werden jetzt Freunde. Aber zuerst möchte ich mal davon kosten. Mh, das ist echt lecker. Oh, ich habe eine super Idee. Okay, komm hier rüber. Nächste. Erst die Bezahlung, bitte. Okay, und bitte sehr. Direkt in deine Tasche. Okay, nächste. Nope, keine Geschenke. Das Video ist zum Schießen. Hm, Zeit für einen Snack. Das sieht gut aus. Oh, was zum Teufel? Ist das ein Whirlpool? Was ist das bloß? Tja, ich streiche dann wohl einen weiteren Tag an meiner Wand ab. Wie, warum habe ich dran geleckt? Eklig. Ein weiterer Tag vorbei, schätze ich. Gott, ich bin so hungrig. Ich wünschte, ich hätte einen Snack. Hm, was ist das da drüben? Ich muss da irgendwie da drankommen. Ja,
Ich habe den Sticker abgekriegt. Ich muss ihn jetzt nur zusammenrollen und in die Kappe stecken. Und jetzt stecke ich noch den Kaugummi rein. Perfekt. Ich glaube echt, das wird funktionieren. Okay, und jetzt werfe ich das in den Abfluss. Hä? Vielleicht ist es eine Nachricht für mich. Ja, da ist tatsächlich irgendwas drin. Dann rolle ich es mal auf und finde raus, worum es geht. Hä? Ein Kein-Essen-Kein-Trinken-Zeichen? Warte, ich habe eine Idee. Ich habe meine Gummischlangen und eine Haarklammer. Als nächstes Zuckerkleber und ein kleiner Pinsel. Und dann pinsel ich den Zuckerkleber auf die Haarklammer. Dann klebe ich die Gummischlangen und Schleifen drauf. Das wird ein super Snack. Jetzt verfeinere ich es noch mit einer kleinen Schleife. Hä? Wer kommt denn da den Flur entlang? Was? Ich liebe Besuch zu bekommen. Oh, hey, Wärterin. Du wirst wohl in der Nähe bleiben, hä? Hey, hast du was dagegen, wenn ich ihr meine Haarklammern gebe? Okay, ich erlaube es. Hier, das habe ich nur für dich gemacht. Okay. Oh, ich kapiere es. Danke. Okay, Besuchszeit zu Ende. Du musst jetzt gehen. Ich kann es nicht glauben, dass sie Süßes für mich reingeschmuggelt hat. Hm, das ist echt köstlich. Ich liebe Süßigkeiten. What the heck? Schau mal, was sie hat. Ganz richtig. Ich habe Süßigkeiten. Hey, geh weiter. Uff, mein Bauch tut so weh. Ich brauche Hilfe. Und was ist das, was dich heute quält? Ich habe einfach schreckliche Bauchschmerzen. Okay, dann lass mich mal einen Blick auf dich werfen. Einen Moment, was ist das denn hier drunter? Hast du Süßigkeiten gegessen? Kein Wunder, dass dir schlecht ist. So viele leere Verpackungen überall. Das werden ja immer mehr. Unglaublich. Eine ganze Chipstüte auch noch? Was hast du denn noch hier drunter? Hab vergessen, dass ich das gegessen habe. Wie kann man denn vergessen, ein ganzes Glas gegessen zu haben? Das wird gegen deine Bauchschmerzen helfen. Ernsthaft? Nur Antizid-Tabletten? Okay, na schön. Ich sollte vielleicht eine davon nehmen, dann fühle ich mich besser. Aber warte mal, da kommt mir eine super Idee. Ich habe immerhin noch diese Tüte Skittles. Okay, ich drücke einfach alle Tabletten raus. Und dann lege ich die Skittles in die kleinen Hüllen. Und dann bedecke ich die andere Seite mit Alufolie. Und einfach so habe ich Süßes in einer Tablettenpackung. Hm, was ist denn hier drin los? Ich habe immer noch die Medizin, die sie mir gegeben haben. Oh, das ist gut. Dann nimm die und du wirst dich schnell besser fühlen. Sieht so aus, als wäre sie weg. Dann esse ich mal noch mehr Snacks. Das ist, was ich gebraucht habe. Okay, Ladies, seid ihr bereit? Hier drüben! Hey, ist das der Strauß? Das Ding gehört mir, Leute! Oh nein, der Strauß! Da kommt er! Ich hab ihn! Ich werde eine Braut sein! Hey, gib her! Das Ding gehört mir! Aber ich hatte den zuerst! Ich bin fertig damit! Okay, Ladies! Lasst uns das ein für alle mal klären! Oh, wo bin ich? Was in aller Welt? Hm, das würde ich mir kaufen! Niemals! Die Haare sehen so süß aus! Schade, dass ich nicht zum Friseur kann. Hm, was ist damit? Hä? Genau den brauche ich. Aber ich sitze in dieser blöden Zelle fest. Wächter! Ja, ich brauche wirklich diesen großen Diamanten. Komm her! Na gut, was ist das? Egal. Also, ich brauche diesen schönen Ring. Probleme reicher Mädchen. Ich denke, ich krieg das hin. Ich warte. Okay, bereit? Tada! Hä? Plastik? Darauf kannst du wetten. Sehe ich so aus, als würde ich Plastik tragen? Natürlich nicht. Gut, dass ich geduldig bin. Okay, der ist besser. Siehst du? Oh wow, der ist wunderschön. Und so unecht wie dein Lächeln. Präg dir dieses Bild ein. Oh, ich weiß. Niemand scheint zu Hause zu sein. Er ist da.
Was würde ich jetzt für eine Maniküre geben? Wer ist da? Hä? Huh? Ich bin nah dran. Hä? Huh? Nicht anfassen, Mensch. Was zum... Nö. Oh, ich bin so arm. Oh, doch. Meiner. Das glaube ich nicht. Ah! Lauf lieber weg. Hab dich. Nein! Der Diamant! Bitte tu mir nicht weh. Oh, ich beiß nicht zu fest zu. Ah, nein, bitte! Oh, der Diamant. Ich kann's nicht glauben. Ich muss verschwinden. Unfassbar, ich werd's schaffen. Ich hab's gleich. Ich komme! Was für ein Trip. Aber ich hab die Ware dabei. Glaubst du das? Er ist es wirklich? Bitte steck ihn an. Der passt perfekt. Er ist großartig. Ich liebe ihn. Vielen Dank für deine Mühe. War mir ein Vergnügen, Madame. Man sieht sich. Hey, was ist das für ein glänzendes Ding? Hey, bekomme ich auch so ein? Ein Ring wie ihrer? Ich weiß. Und der kostet dich keinen Cent. Okay. Ein orangefarbener Diamant, siehst du? Mein erster Diamantring. Danke. Ich danke dir vielmals. Der ist fantastisch. Leise, leise. Was für eine schlafende Schönheit. Eine sehr reiche schlafende Schönheit. Ist ein vergnügliches Geschäft. Heute ist Zahltag. Das ist mein bestgehütetes Geheimnis. Oh ja. Was riecht hier so? Frische Blumen? Die sind wunderschön. Und billig. Musste das sein? Hier entlang. Ja, wie auch immer. Wie auch immer. Oh, Mano. Genau hier? Okay. Steh ganz ruhig. Fertig. 1, 2, 3. Tschüss. Oh. Hey. Was? Es ist ein Foto, kapiert? Oh, Team, versammelt euch. Danke, ich bin so aufgedunsen. Bist du soweit? Danke. Noch eins. Oh, warte mal kurz. Ich entferne nur noch diesen Fliegenschiss. So, besser. Okay. Hier. Oh yeah. Genau sowas will ich. Okay, ziehen wir das jetzt durch. Ja, du kommst gut rüber. Schieb die Schulter nach hinten. Ja, sieht toll aus. Halten. Wunderschön. Hab's. Was haben wir hier? Genug geschlafen. Ja, Sir. Was? Das war lustig. Los geht's. Dreh dich um. Bleib so stehen. Ja, genau. Nicht lächeln. Okay. Lächeln? Nein. Oh. Halt still. Hey. Was? Ich lächle nicht. Hä? Hey. Nein. Ich versteh's nicht. Ich auch nicht. Lächeln? Nein. Verstanden? Echt jetzt? Was? Ich stehe hier nur. Tschüss. Was ist hier los? Ich kapier's nicht. Guck einfach ernst. Okay. Schau jetzt nach vorne, ohne zu lächeln. Fertig? Hey. Ich gebe auf. Dann nehme ich das eben selbst in die Hand. Zum Glück habe ich im Kunstunterricht aufgepasst. Ja, ist ziemlich gut geworden. Siehst du? Total ernst. Wow, mein erstes Porträt. Das ist fantastisch. Hey, Häftling, willst du dein Fahndungsfoto sehen? Danke. Soll das ein dummer Scherz sein? Ich sehe schrecklich aus. Wie konntest du mich nur so posieren lassen? Nein, das kann nicht sein.
Du bist der schlechteste Fotograf aller Zeiten. Hast du das gehört? Du dramatisierst über, findest du nicht auch? Ist da jemand? Ich bin so hungrig, ich könnte ein Pferd verschlingen. Hunger haben stinkt. Abendessen. Ich rieche etwas. Ich könnte einen Happen vertragen. Hallo Wache, hast du etwas zu essen? Ja, habe ich. Warme Rahmnudeln, um genau zu sein. Das sieht aus wie Hundefutter. Du willst keine Nudeln, was? Also, was bekomme ich dafür? Ich wette etwas Gutes. Herzlichen Dank. Okay, damit kann ich was anfangen. Möchte jemand einen heißen Burger? Nimm so viel du willst. Wow, die sehen toll aus. Schau sie dir an. Vielen Dank. Yay! Oh yeah. Sind das Burger? Bitte, Sir. Ich hab... Au, hey! Weiter geht's. Ich bin gleich da. Komm schon, bekomme ich einen? Bitte? Oh, ich weiß nicht, ob ich was hab. Wie wär's damit? Nein, bist du verrückt? Warte, ich will einen Burger. Wetten, ich komm da ran? Glaub mir, das schaffst du nicht. Hey, schau mal, wie sie sich abmüht. Netter Versuch. Das ist zwecklos. Außer, ich habe eine Idee. Warte kurz. Hey, ist das mein Walkie-Talkie? Oh, alles klar. Wo ist sie hin? Ich muss das checken. Versteck dich nicht vor mir, Häftling. Jetzt komm raus. Ich muss das melden. Ist er weg? Ha, das hat geklappt. Dieser Burger gehört mir. Die Luft ist rein. Ich will sie alle. Was für ein lustiges Video. Was war dein Lieblingsteil? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Teile dieses Video mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere großartige Videos wie dieses.